Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einer komplett neuen YouTube-Serie, in der es darum geht, wie du deinen eigenen 5M-Server bauen kannst, in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, ganz egal, ob du Vorkenntnisse hast oder nicht, und das nach dem Standard von 2024, also irgendwie keine veralteten Server-Bases, sondern wirklich brandaktuell. Nach dem heutigen Video wirst du schon so weit sein, dass du den Server starten kannst und dass andere Spieler auf deinen Server connecten können. Das Ganze ist viel einfacher, als du denkst. Du musst nur wissen, wie es funktioniert. Und wir machen das heute Schritt für Schritt für Schritt. Bevor wir jetzt aber gleich loslegen, muss ich unbedingt den Partner des heutigen Videos und der gesamten Videoreihe erwähnen. Mein Partner und auch der allererste Partner für meine YouTube-Videos heißt Avoro. Avoro hat uns zum Zwecke dieser Videoreihe einen Server zur Verfügung gestellt, ganz kostenlos, auf dem ich euch zeigen kann, wie das alles funktioniert, was wir hier machen. Ich würde jedem von euch, der einen 5M-Server bauen will, die Server von Avoro empfehlen, denn Avoro bietet DDoS-Protection besser als jeder andere, den besten Support in Deutschland und dafür lege ich meine Hand ins Feuer und gleichzeitig auch die besten Preise. Sollte euch dieser Preis nicht ausreichen, könnt ihr sogar mit dem Code NUCLEAR10 10% auf alle Produkte bei Avoro Lifetime sparen. Also, Avoro, dicken Dank für eure Unterstützung und viele Grüße nach Kelkheim. Und jetzt würde ich sagen, wir labern gar nicht so lange rum, sondern fangen an, den Server zu bauen und zwar Schritt für Schritt für Schritt. Wenn ihr auf einen Avoro-Server connectet, sieht der so aus. Also logischerweise nicht mit meinem Logo, sondern mit einem Standard-Windows-Logo und da oben rechts der Ordner ist auch noch nicht da. Aber ansonsten ist ein Avoro-Server nichts anderes wie ein Windows-PC, auf den ihr zugreift. Oder ein Linux-PC oder was auch immer. Ich habe mich für Windows entschieden. Und ihr könnt mit Remote Desktop auf den Server verbinden. Ich setze voraus, dass ihr es hinkriegt, den Server einzurichten bzw. einrichten zu lassen von Avoro. Und ich setze voraus, dass ihr die folgenden Programme alle runtergeladen habt. Ihr braucht in jedem Fall XAMPP, Visual Studio Code, HiDSQL, die Server Artifacts und die CFX Base. Alle diese Quellen findet ihr aber auch in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Und da komme ich auch nochmal kurz zurück, denn ich habe was Wichtiges vergessen zu erzählen. Alles, was wir in diesem Tutorial machen, könnt ihr euch auch einfach fertig runterladen und zwar bei GitHub. Das bedeutet, die Arbeit von jedem Video lade ich für euch kostenlos auf GitHub hoch und ihr könnt es dort kostenlos wieder runterladen. Ihr könnt also entweder jeden Schritt selbst nachmachen, damit ihr versteht, wie es funktioniert, oder ihr ladet einfach alles, was ihr in diesem Video seht, runter und verändert es noch nach euren Wünschen. Dabei ist zu beachten, jedes Video hat seinen eigenen Release. Das bedeutet, es kann sein, dass ihr auf GitHub schon mehr Releases findet, als YouTube-Videos veröffentlicht sind, ganz einfach, weil ich schon mehr abgedreht habe, allerdings noch nicht veröffentlicht habe. Und dazu sei euch gesagt, die Videos dieser Reihe erscheinen die nächsten Monate jeden Mittwoch abends um 19 Uhr, nämlich dann, wenn ihr selbst am Rechner seid und Zeit, Lust und Motivation habt, das Ganze nachzubauen und nicht wie die anderen Videos eher mittags. Zurück auf den Server. Auf dem Server angekommen, geht ihr bitte zuallererst hin und erstellt euch einen neuen Ordner. Ich habe das jetzt hier schon gemacht und auch ein eigenes Symbol dazu vergeben, weil dieser Ordner mit GitHub verbunden ist, aber am Ende könnt ihr auch einfach per Rechtsklick neu Ordner, einen Ordner erstellen und nennt den, wie euer Servername halt eben ist und macht alles das, was ich jetzt zeige, in diesem Ordner. Ich mache es, wie gesagt, in meinem GitHub-Ordner und hier legen wir jetzt zunächst mal zwei Ordner an. Den einen nennen wir Server und einen weiteren Ordner. Thank you.
Buchstaben CFX. Und dort ziehen wir jetzt alle anderen Ordner rein. Warum das so ist, werdet ihr gleich sehen. Prima. Jetzt sind wir schon relativ weit. Im nächsten Schritt gehen wir wieder auf Google und suchen ESX Legacy 1.8.5. Es gibt mittlerweile schon 1.10.2 und ein paar neuere ESX-Versionen. Ich und jeder Entwickler, der was auf sich hält, empfehlen euch aber die Version 1.8.5, weil es nach der Version 1.8.5 sehr, sehr viele Änderungen gab, die noch nicht jeder Script-Ersteller mitgegangen ist. Und wir wollen ja, dass ihr problemlos alle Scripts, die ihr so findet und nutzen wollt, auch auf eurem Server verwenden könnt. Wenn ihr eine neuere Version habt, geht das nicht zwangsläufig mehr. Und ich kann euch versichern, die Version 1.8.5 steht der Version 1.10 in nichts nach. Also, wir laden das runter und entscheiden uns für Source Code Zip. Warten ein kleines bisschen. Und jetzt, wo wir es runtergeladen haben, öffnen wir auch das. Und öffnen den zweiten Ordner, der da drin ist, und gehen bis auf den Ordner ESX. Und hier haben wir alle Scripts, die wir brauchen. Jetzt erstellen wir uns hier in unserem Ordner nochmal einen neuen Unterordner in eckigen Klammern. Den nennen wir ESX. Den öffnen wir und ziehen alles aus diesem Ordner da rein. Das kann jetzt sein, dass hier Dinge drin sind, die ihr später gar nicht nutzen wollt. Dazu kommen wir in späteren Videos, wenn wir den Server personalisieren. Den nehmen wir dann entsprechend natürlich wieder raus. Wunderbar. Das heißt also, wir haben jetzt den CFX und den ESX-Ordner mit Leben gefüllt. Wir haben den Server-Ordner mit Leben gefüllt. Und jetzt haben wir hier in dem Download, den wir gerade gemacht haben, noch einen Ordner, der nennt sich server.cfg. Und den ziehen wir genau hier rein. Nicht in einer dieser beiden Ordner, sondern eben in den Ordner, den ihr auf eurem Desktop erstellt habt. Prima. Jetzt können wir Programme runterladen. Das habe ich natürlich alles schon gemacht. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, wir brauchen Visual Studio Code, weil es einfach viel besser ist, als mit Editor zu programmieren. Wir brauchen HiDSQL und wir brauchen XAMPP. Alles das ist komplett kostenlos. XAMPP sieht, wenn ihr es gestartet habt, so aus. Und dann drückt ihr bei Apache und bei MySQL auf Starten. Es sollte keine Fehlermeldung erscheinen. Und jetzt habt ihr hier diese grünen Ordner. Jetzt habt ihr hier diesen grünen Hintergrund und jetzt geht er bei MySQL auf Admin. Jetzt öffnet sich eine Internetseite und das ist die Datenbank eures Servers. Das dauert beim ersten Mal ein kleines bisschen. Und generell ist PHP MyAdmin eher unperformant, deswegen werden wir gleich auf eine andere Lösung switchen, die ich nur jedem allerwärmstens empfehlen möchte. Wir stellen uns erstmal eine neue Datenbank. Die Datenbank könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich nenne meine dreckig Tutorial und das ist die Datenbank, die mein Tutorial-Server verwenden wird. Jetzt gehe ich auf Rechte und lege einen neuen Benutzer an. Den Benutzernamen nenne ich dreckig. Den könnt ihr nennen, wie ihr eben heißen wollt. Bei Hostname in jedem Fall ein Prozentzeichen lassen. Das bedeutet, dass ihr nicht nur von diesem Server aus drauf zugreifen könnt, sondern auch von eurem Handy, privaten PC, Laptop, was auch immer. Ihr vergebt ein Passwort. Wunderbar. Und ihr setzt hier bei globale Rechte alle auswählen. Und danach hier unten auf OK. Und genauso wie ich es euch gerade eben gezeigt habe, könnt ihr auch so viele Benutzer anlegen, wie ihr eben wollt. Damit können wir diese Seite schon zumachen. Das hier minimieren und jetzt öffnen wir HiDSQL und dort legt ihr eine neue Verbindung an. So sieht das aus, wenn ihr HiDSQL zum ersten Mal öffnet. Geht auf Neu, nennt das nach dem Namen eures Servers oder wie auch immer ihr euch das merken könnt. Dann gebt ihr hier die IP eures Servers an. Der könnt ihr auch Localhost eintragen. Sicherer ist es, wenn ihr die IP eingebt. Die könnt ihr oben in diesem blauen Feld lesen. Die habe ich bewusst nicht verpixelt, weil es ist ein Avoro-Server, den kriegt ihr sowieso nicht klein. Davon ab ist der Server auch nicht zum Spielen gedacht, sondern nur zu Demonstrationszwecken. Benutzername, das, was ihr gerade in PHP MyAdmin eingegeben habt und Passwort, das ihr euch ausgesucht habt. Wunderbar,
Das hat funktioniert und jetzt haben wir die Tabelle, die wir eben in PHP MyAdmin hatten, in HiDSQL und das ist sehr, sehr viel schneller und sehr, sehr viel performanter als diese Website. Und das geht übrigens, wie gesagt, auch von eurem Laptop, von eurem privaten PC, wie auch immer. Jetzt wählen wir hier unsere Datenbank aus, die ist natürlich noch komplett leer und gehen wieder in unseren Download-Ordner, da wo wir eben die Serverbase runtergeladen haben, auf ESX Core 1.8.5. Und jetzt öffnen wir den Ordner SQL und öffnen jetzt Legacy SQL. Jetzt geht ihr hier einmal mit STRG A hin, markiert alles, dann STRG C und macht das wieder zu. Und dann geht ihr hier auf Abfrage und mit STRG V macht ihr alles hier rein und drückt hier auf den blauen Play-Button. Und dann sollte keine Fehlermeldung erscheinen, genau so ist es. Dann könnt ihr in eurer Datenbank einmal Rechtsklick, aktualisieren und jetzt ist eine Datenbank für euch angelegt. Und zwar mit allen Basic-Einträgen, die man für ESX Legacy braucht. Jetzt sind wir tatsächlich schon fast fertig mit dem Server. Als nächstes müsst ihr ein paar Einstellungen am Server von Avoro selbst machen. Dazu geht ihr hier in die Suche und gebt den Suchbegriff Firewall ein und dann öffnet sich dieses Fenster. Und in diesem Fenster müsst ihr zwei neue Regeln erstellen. Also wir gehen erst auf eingehende Regel, neue Regel, auf Port, weiter, TCP lassen wir angeklickt und bestimmte lokale Port. Jetzt gebt ihr hier ein 30120, also 30120, 40120, denn das sind die beiden Ports, die freigegeben sein müssen, damit andere Spieler auf den Server connecten können. Ich markiere mir das immer mit STRG A, STRG C, weil das müsst ihr gleich noch zwei, dreimal eingeben. Verbindung zulassen. Weiter. Name. Paste ich das wieder rein, damit ich weiß, um was es geht. Fertigstellen. Dann dasselbe nochmal. Neue Regel. Port. Weiter. Diesmal UDP, weil eben hatten wir TCP. Reinpasten. Verbindung zulassen, Name, reinpasten, fertigstellen. Dasselbe nochmal bei ausgehende Regel. Neue Regel, Port, weiter, TCP, bestimmte Ports, reinpasten, weiter. Jetzt ist hier standardmäßig Verbindung blockieren ausgewählt. Verbindung zulassen, weiter, weiter, Name, fertigstellen. Und ein letztes Mal, Port, weiter, UDP, reinpasten, Verbindung zulassen, weiter, weiter, reinpasten, fertigstellen. Super, jetzt können wir schon an die ersten Einstellungen von eurem Server selbst gehen. Und zwar gehen wir dazu auf diese Server-CFG-Datei, die wir uns eben hier reingezogen haben. Das muss ich standardmäßig immer mit Visual Studio Code öffnen, denn das ist das Programm, das ihr nutzen müsst. Und jetzt könnt ihr einen Namen für euren Server vergeben. Meiner wird dreckig Tutorial heißen. Oder nehmen wir mal ein bisschen schöner. So, dreckig. Und hier Tutorial Server. Dann hier nochmal genau dasselbe. Der Einfachheit halber kopiere ich mir das jetzt einfach. Jetzt kann ich hier eine Beschreibung eingeben. Ich nehme mir alles und schreibe hin. Der offizielle Tutorial-Server von YouTuber Dreckig. Zwischendrin spamme ich immer STRG S zum Speichern. Dann könnt ihr alles, was hier drin steht, schon mal löschen. Das lassen wir jetzt erstmal drin. Das kann weg. Das kann weg. Wir schreiben unsere CFG nach eigenen Vorlagen. Jetzt soll hier noch ein License Key und ein Web API Key eingegeben werden. Auch das ist relativ einfach. Dazu müsst ihr euch im cfx.re Keymaster einloggen bzw. registrieren. Und dann unter keymaster.5m.net, das schreibe ich euch auch in die Videobeschreibung, einen Server erstellen.
Ich habe das jetzt hier schon gemacht. Ansonsten könnt ihr auch einfach auf New Server klicken. Das können wir eigentlich jetzt nochmal machen. Ich trash den nochmal. Wir machen einen neuen Server, damit ihr seht, wie das aussieht. Der Display-Name ist Dreckig Tutorial. Die Server-IP könnt ihr ja hier oben wieder ablesen. Das ist 45.157.232.185. Der Server-Typ ist Dedicated. Und which Provider are you using? Avoro. Was sonst? Ich bin kein Roboter. Generieren. Jetzt habt ihr hier einen Key bekommen, der natürlich geblurrt ist für euch. Den kopiert ihr euch einmal. Und hier wird er jetzt für euch auch geblurrt, weil damit könntet ihr wirklich Blödsinn machen. Und pastet den hier rein. Zwischen die Ausrufezeichen, ganz wichtig. Als letzten Schritt braucht ihr, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht, den packt ihr bei SV License Key natürlich rein, nicht bei Steam Web API Key. Mein Fehler. So. Hier reinpasten und dann euren Steam API Key müsst ihr auch noch rausfinden. Das ist nicht besonders schwer. Dazu Google Steam API Key finden. Und dann öffnet sich hier so ein Forum und dann findet ihr hier euren Steam API Key. Auch das packe ich euch in die Videobeschreibung. Den kopiert ihr euch einmal. Den könnt ihr natürlich auch nicht sehen jetzt. Und pastet den hier rein. Damit ist das schon mal erledigt. Und jetzt kann die Magie passieren. Mit Steuerung S speichern wir. Und jetzt gehen wir auf Server. Und jetzt ist hier ein einziger roter Punkt, nämlich FX Server. Und da macht ihr einen Doppelklick drauf. Und jetzt startet euer Server. Es öffnet sich von selbst diese Website, wo ihr euren Account mit txadmin linken könnt. Den Account, den ihr euch eben bei cfx.de erstellt habt. Continue. Jetzt könnt ihr eure Discord-ID noch hier mit einfügen. Ihr könnt ein Backup-Passwort erstellen. Und euch registrieren. Jetzt fangt ihr an, euren Server bei txadmin zu listen. Auch das ist ganz einfach. Beim ersten Mal könnt ihr auf Next klicken. Dann bei Server Name gebt ihr natürlich ein, wie euer Server heißen soll. Next. Deployment Type, ganz wichtig, Existing Server Data. Jetzt werdet ihr gefragt, wo euer Resources und Cache Ordner gespeichert ist. Dazu geht ihr wieder auf euren Server, in den Ordner Server Data, ganz wichtig. Klickt hier oben einmal in die Zeile, kopiert euch die Adresse, pastet die hier rein. Next, grün, hat funktioniert. Und im Regelfall erkennt er jetzt auch von selbst, wo die Server-CFG gespeichert ist, nämlich ein Ordner vorher. Sollte das nicht automatisch passieren, geht er hier einfach eins zurück und markiert das hier. Erledigt, save. We are all set. Save and start server. Jetzt gucken wir, ob irgendwelche Fehlermeldungen kommen. Keine. Haben wir aber natürlich noch eine Kleinigkeit vergessen. Und zwar geht ihr jetzt nochmal in eure Server-CFG. Und startet alle Scripts. Das macht ihr hier. Und zwar mit dem Befehl ensure. Nicht Start benutzen bitte. Eckige Klammer. CFX. Ihr erinnert euch. Das ist der Ordner, den wir eben erstellt haben. Eckige Klammer. CFX. Und dasselbe macht ihr mit ESX. Also ensure. ESX. Jetzt geht ihr noch hin und ladet euch im allerletzten Schritt Ox MySQL herunter. Auch dazu findet ihr den Link wie immer in der Videobeschreibung. Einfach öffnen. Dann habt ihr hier einmal Ox MySQL drin. Und das packt ihr in den Ordner CFX mit rein. Einfach per Drag and Drop. Wunderbar. Dann funktioniert auch eure Datenbank. Jetzt geht ihr hin in eurem txadmin und könnt einmal den Server neu starten. Also restart Doppelpunkt Server. Are you sure? Yes, I am. Und jetzt kommt dasselbe gleich nochmal, was wir hier schon oben drüber sehen. Nur diesmal steht darin, dass alle Scripts gestartet wurden. Genau so ist es. Jetzt werden noch zwei, drei Dinge von selbst installiert, nämlich zum Beispiel Yarn.
und ein paar andere Dinge. Das schreibt ihr euch auch, dass das gerade noch in Progress ist. Das dauert aber nicht sehr lange. Wenn ihr das nächste Mal euren Server neu startet, ist das schon passiert. Also wir sind bei 3 von 4. Gleich sind wir bei 4 von 4 und fertig. Wenn ihr auf Resources geht, seht ihr auch, dass alle eure Resources gestartet sind. Wenn nicht, würde nämlich hier nur ein grüner Button mit Start stehen. Ihr könnt auch filtern, only stopped resources. Dann seht ihr nur die gestoppten, aber es sind ja alle gestartet. Genauso wollen wir es haben. Jetzt machen wir noch zwei kleine Änderungen. Und damit fangen wir auch schon direkt an, den Server zu personalisieren. Damit gehen wir auf Server Data, Resources, ESX, ES Extended, Config. Wir könnten zwar jetzt schon auf den Server connecten, aber ich will es ja ein kleines bisschen schöner haben. Deswegen Enable HUD machen wir aus, sonst haben wir das GTA Standard HUD mit drauf. Dann PvP lassen wir an. Multichar machen wir auch aus. Alt. Identity lassen wir na klar an. Das können wir natürlich später noch austauschen. Steuerung S für Speichern zumachen. Und wir starten den Server noch ein letztes Mal neu. Continue. Oh! Und wenn ihr dann das hier seht, dann habt ihr vergessen, eure Datenbankverbindung in der Server-CFG einzugeben, so wie ich gerade. Ganz, ganz wichtig. Also geht ihr nochmal bis ganz zum Anfang. Server. Und müsst hier eure SQL-Verbindung eingeben, aber das kann man schicker machen, als es hier steht. Also löschen wir das und geben das hier ein, nämlich setmysql-connection-string. Bei Server gebt ihr jetzt eure IP ein, 45.157.232.185. Die Database, wie ihr eure Datenbank genannt habt, wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, einfach HiDSQL aufmachen, dann seht ihr dreckig unterstrich Tutorial oder eben so, wie ihr es genannt habt. Bei User-ID euren Benutzernamen und bei Passwort das Passwort, das ihr ausgewählt habt. Steuerung S für Speichern. Und jetzt müssen wir doch den Server noch einmal neu starten, sorry dafür. Dann sollte die Fehlermeldung jetzt auch nicht mehr erscheinen. Jetzt habt ihr nur noch eine Fehlermeldung, und zwar, dass Multi-Character zwar gefunden wurde, aber disabled ist. Ich spiele immer mit Single-Character auf meinen Servern, ist ein bisschen performanter. Wenn ihr wollt, dass eure Spieler mehrere Spiele auswählen können, geht auch das. Wie das funktioniert, zeige ich euch aber in einem anderen Video. Das könnt ihr ignorieren. Ihr könnt aber auch bis nächste Mal einfach hingehen und bei Server Data, Resources, ESX, Multicharacter rauslöschen. Wir sparen uns jetzt aber, den Server nochmal neu zu starten, denn jetzt wollen wir ja connecten und das gucken wir mal, ob es funktioniert. Dazu öffnen wir 5M und keine Sorge, am Anfang findet ihr normalerweise euren Server hier noch nicht. Das bedeutet, wenn ihr dreckig eingibt, meistens steht da noch nichts. Bei mir steht es schon da, warum auch immer, aber meistens findet ihr hier noch nichts. Dann gibt es einen kleinen Trick, und zwar macht ihr dann F8 connect 45.157.232.185. Das ist eure IP, also meine IP. Ihr müsst natürlich eure IP da eingeben und dann kommt ihr auch auf den Server. Enter, nochmal F8 und wunderbar. Wir haben also erstmal den ESX Loading Screen. Sieht gar nicht so schlecht aus, wie der noch vor Jahren aussah. Wunderbar, ihr könnt einen Namen eingeben. Ich nenne mich mal dreckig YouTube, 1,86 und männlich. Und jetzt kann ich mir hier noch meinen Charakter erstellen. Spare ich mir alles, ich bin Caillou, wunderbar. Ihr spawnt jetzt hier auf Mount Chiliad. Oder ist das überhaupt der Mount Chiliad? Nee, ist nicht der Mount Chiliad. Ihr spawnt jetzt hier random auf irgendeinem Berg. Wie ihr die Standard-Spawn-Position einstellt, werden wir auch noch in anderen Videos dazu kommen. Aber da wir den Server clean erstellt haben über txadmin, könnt ihr einfach über t/tx eingeben und dann öffnet sich dieses Menü. Das könnt ihr auch binden. Ich habe es mir auf die 0 gebindet und dort könnt ihr auch noclippen und fliegen und euch irgendwo hin teleportieren. Wir probieren mal noclip, zack, und da fliegt ihr durch die Gegend, so wie ihr es haben wollt.
Und jetzt könnt ihr wieder Normal machen und zack, seid ihr wieder da. Und ihr könnt euch an den Würfelpark teleportieren. Ist der Würfelpark hier? Ich hab's vergessen. Dann Teleport, Waypoint und tschüss. Okay, ist nicht ganz der Würfelpark, aber so grob halt, ne? Ja, und damit ist euer Server erstellt. Es ist natürlich noch viel zu tun, es ist überhaupt nichts unique. Wir haben irgendwelche random Pets hier rumlaufen, die ihr wunderbar töten könnt. Ihr könnt euch Autos klauen von den NPCs und mit denen rumfahren. Ihr könnt euch auch schon selbst Waffen geben. Aber da ist natürlich noch viel zu tun. Wir schauen in den nächsten Videos, wie könnt ihr die verschiedenen NPCs ausschalten, wenn ihr sie nicht haben wollt. Wie könnt ihr Adminrechte vergeben und so weiter. Wobei ihr auch am Anfang schon Adminrechte habt, da der Server euch sofort euch selbst als Admin erkennt. Aber ihr wollt ja mehr Admins haben als nur euch selbst. Aber wir testen mal GIF, Weapon, Player ID muss die 1 sein. Weapon, Pistol, 100 Schuss, wunderbar, hat funktioniert. Das heißt, ihr könnt auch schon direkt anfangen, irgendwelche Leute zu erschießen. Auf eurem Server, das, was die meisten 5M-Spieler leider am liebsten machen. Und damit sind wir am Ende von diesem ersten Video. Euer Server ist erstellt. Ihr könnt den Server von jetzt an nutzen und anfangen, daran weiterzuarbeiten. Alles, was ihr heute gesehen habt, lade ich auf GitHub für euch hoch, sodass ihr alles einfach runterladen könnt oder halt eben selbst nachbauen könnt, ganz wie ihr wollt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und hinterlasst auch gerne einen Kommentar. Es wird noch ganz, ganz viel gemacht an diesem Server. Das wird also am Ende wirklich ein hochperformanter Top-Server. Da kann ich euch schon mal wirklich teasern, was das angeht, weil ich weiß davon, was ich rede und habe auch, wenn ich mal was nicht weiß, die richtigen Leute in meinem Netzwerk, um fragen zu können. Also seid gespannt von jetzt an jeden Mittwoch um 19 Uhr. Ich sage danke fürs Einschalten heute, für diese erste Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsseldorf.